Es gibt noch irgendjemanden auf der Welt, der das macht? Freunde, herzlich willkommen hier auf eurem absoluten Lieblingskanal, wenn es um 360 Grad Unterhaltung geht. An dieser Stelle heißt es nicht nur 360 representen. Nein, wir representen für euch auch wieder die schlechtesten Deutschrap-Lines. Um genau zu sein, Volume 17. Ich bin gespannt. Wen erwartet ihr? Casey Rubin, hallo? Ich habe Hoffnung auf Casey, aber ich erwarte wieder mindestens einen Bushido. Oh, ja, ich würde mich freuen. Ein Bushido ist bestimmt wieder dabei. Ja, ja, würde ich mich freuen. Tut mir dann wieder in der Seele weh. Let's go. Oh, geiler Song. Hey, uns stoppt nichts, wir kommen elektrisch durch deine Steckdose, versteck dich. Kann doch nicht sein, dass das jetzt der Text ist. Also wir haben gerade die ganze Zeit über Blitzeinschläge geredet. Yeah, true. Nonstop. Und das Fernseher explodieren, wenn Blitz in die Schüssel einschlägt und hast du nicht gesehen. Und das ist der erste Text? Ja, massiv was reingekommen. Was kommt jetzt? Versteck dich? Ja? Was könnte kommen? Nein, das kann nicht sein. Nee, guck. Ich bin elektrisch oder so? Was? Lol, nee, das war's. Wir kommen elektrisch durch deine Steckdose, versteck dich. Das, okay. Ich bin Männer ficken mit dem Schwanz. Was sieht es, wenn du bist du Gecko und nicht, wo du wohnst? Bruder, ich ficke jedes Dorf. Das ist Primetime, Bremen Nord. Ich bin der erste gute Rapper aus der grün-weißen Gegend. Babas Rad, Gangster Rap, Werder Bremen, Hooligans. Hand die Stadt, Bremen, du Opfer. Ich bin Bremer, laber mich nicht voll, du kleiner Wasser. Ich bring Bremen ins Geschäft, hier Bremen, Berlin, West, hier. Nimm mich zurück, gib kein Fick. Yeah, mein Shit ist ein Geheimtipp. Dicker, mach die Ohren auf. Wenn dir keine Lines mehr einfallen. Ja, das ist schade. Aber machst das halt nicht, ne? Ja, das ist so, wenn du, glaube ich, wie heißen diese 50-Cent-Romane? Ist das Rosamunde Pilcher? Groschenromane. Ja, weißt du, wenn du Songs wie Groschenromane rausballerst, dann passiert sowas halt. Ja, gut, jetzt kommt, ist dazu, ist ja leider nicht so. Shindy hatte ja eine ganze Weile Pause, hat dann wieder was gedroppt, war eigentlich ganz dope. Aber das sehe ich vielleicht auch wieder als einziger so. Das macht statistisch gesehen alles Sinn, Florian. Das ist wahr. Brennen im Trikot von Mo Salah, AZ und ich lassen die Straßen brennen wie Julius Caesar. Es war Nero. Wer kennt sie nicht? Die alte CD-Bespielsoftware. Ja. Julius Caesar Burning Rom. Ja. Wer kennt sie nicht? Vielleicht wurde er mit Messern bedroht und abgestochen oder so. Nero. Siehste, da siehst du es wieder. Kollege hat halt studiert. Ja. Da ist wieder der Unterschied. Kollege hat halt studiert. Deswegen weiß Kollege auch, dass das nicht sein kann, dass wir alle mal aus dem Wasser kamen. Der weiß das. Guck mal, der Nero, die Statue von Nero hat dieselbe Kinnpartie wie die Alde, die sich über den Krach aufgeregt hat in der Doku davor. Nero. Oh. Yeah, Mathe mit Flair. Bin ich Fan jetzt schon? Ich hab die Bündel dabei. Teile das Bündel durch drei. Und dann das Ganze mal zwei. Wie viele Bündel dabei? Sechs. Das ist aber geil. Find ich mega nice. Finde ich richtig gut. Gefällt mir. Warte mal, aber ist das jetzt Sekunde? Ja, Bündel ist erstmal X. Ja? Ja, klar. So, also x durch 3. Das Ganze mal 2. Ja, wie viel Bündel dabei? Aber das Problem ist, ich habe halt x nicht. Aber er kommt doch, auf 6. Er kommt auf 6. Okay, da musst du jetzt die Gleichung auflösen. Naja, 9. Er hat 9 Bündel dabei, teilt das durch 3, dann hat er noch 3 Bündel und das mal 2 ist 6. Korrekt. Also er hatte 9 Bündel dabei. Also er hatte von Anfang an 9 Bündel dabei. So ist es. Sehr gut. Bündel. Das Wort Bündel verliert auch schnell an Sinn. Ja. Aber warum hat er das jetzt viermal gesagt? Vielleicht. Weil er es nicht 9-mal sagen wollte, um es aufzulösen. Aber es klang voll scheiße. Also vorher war ja voll okay. Stell es dir 9-mal vor. Ja. 6 Bündel. Ja, aber es war auch nicht viermal schon kacke. Ja, sicher. Eins dieser Worte, was seltsamer wird, je öfter man es sagt, ne? Ja. Bündel. Wie eben Ted mit Schüssel. Ja.
Aber ich bin Fan von dem Format. Baby, ein Griff in die Prada. Und ich fühl das kalte Eisen meiner AK. Hey. Ich wollte gerade sagen. Was hast du für eine Tasche? Schwierig. Die Animation ist richtig gut. Passt beides nicht rein. Naja, Moment. Moment. Was ist, wenn sie zerlegt bei hat? Ja. Ja, aber dann funktioniert der Witz nicht, Mann. Das stimmt. Casey Rebel übrigens. Ja, da ist er. Olli hat natürlich recht und wir sind gespannt auf den wahrscheinlich besten, Rhyme des Tages. Also bei 100% Mann. Ich Jungen an die Wäsche, doch könnte Justin Bieber auch im Dunkeln nichts versprechen. Hä? Ich verstehe nicht. Aber er hat gerade schon eindeutig gesagt, dass er Justin Bieber bumsen will. Ja. 100% Mann, geht keinem Jungen an die Wäsche, doch könnte Justin Bieber auch im Dunkeln nichts versprechen. Aber auch im Stummen. Ist das mit dem stummen Ich? Also doch könnte ich Justin Bieber auch im Dunkeln nichts versprechen? Oder? Ja, sicher. Okay. Aber okay, auch im Dunkeln bedeutet ja im Hellen erst recht, oder? Ja. Ja, er möchte schon das Licht anhaben dabei. Eigentlich schon. Wie alt war Justin Bieber 2015? Keine Ahnung, das finden wir jetzt heraus. Alt genug. Mann. Sicher? Ja, alt genug war der zweifelnd. 94 geboren. War 2015 6. 21. Ja, genau das richtige Alter. Vielleicht hat er darauf gewartet. Ja. Vielleicht hat Casey darauf einfach gewartet. Ja, kann sein. Bam, bam, mit der Gang an der Minibar. Okay, gut. Jetzt ist er. Aber das war geil, weil da nichts mehr kam. Das war ja, so Comedy, die haben, Alter. Die haben ein Album produziert und den Song einfach vergessen. Ich bleib der King. King. Big King? Ich bleib der Boss und ich will zu dir, passt der Name Rotzfotz. Wenn Sie dieses Werk jetzt in seinem Gesamtwerk betrachten von Goethes, wie würden Sie das einordnen? Was ist Rotzfotz? Das weißt du ganz genau, Olli. Da hast du übrigens den Videotitel, Paul. Was ist Rotzfotz? Ich möchte lösen. Nee, Alter. Der Videotitel ist bitte Rotzfotz und Let's Go oder irgendwie sowas, ja. Ich nehme Rotzfotz für 400, bitte. Rotzfotz vor der Minibar, Mann. Ja, Mann. Oh, auch gut. Auch gut. Ich bin so krank, du bist nicht imposant, du hast imposant. Oh, nee. Den hat er nicht wirklich gebracht, oder? Es gibt noch irgendjemanden auf der Welt, der das macht? Alter, es gibt Grenzen. Es gibt noch irgendjemanden auf der Welt, der das macht? Ja, von wann ist der Song? 2011. Ja, gut, okay. Ja, zu extrem. Aber da hinten einfach ist übrigens die AK. Zu extrem, Alter, easy. Eieieiei. Das ist nicht okay. Schön war's wieder. Du bist nicht imposant. Du hast imposant. Alter, das ist einfach das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Ich muss auch aufpassen, wie ich sitze. Ich habe imposant. Echt, Olli? Ich finde das ganz schön imposant. Krass. Ich finde den Hafti hier rechts auf alt gemacht auch sehr stark. Freunde, das war lustig. Kurz, aber witzig. Wenn euch kurz nicht gefällt und ihr gern lang mögt, dann schaut auf unserem Kanal vorbei. Wir haben nämlich auch sehr, sehr lange tolle Reacts zu Dokus und allem Möglichen. Schaut da gerne mal vorbei. Ansonsten haben wir ganz viel schlechteste Deutschrap-Lines auf unserem Kanal. Schaut da mal vorbei und dann lasst dann Daumen nach oben da. Würden wir uns freuen. Gucken. Olli fährt die Abmod an die Wand, denn er hat jetzt erkannt, er ist nicht imposant, er hat imposant, er ist ausgebrannt. Oh, schön, Alter. Oh Gott.